Das andere. Dürfte noch passen. Ja. Wir beginnen. Fortfahren. Und dort haben wir tatsächlich, haben wir. Ich glaube, da haben wir auch aufgehört. So, da gucken wir auch tatsächlich einmal ins Journal. Was ist denn das letzte Mal? Oder hier noch alles aus Spiegeltechnik, ja. Das haben wir auch. Die ganzen Sachen hier ab. So. Hier Liste. Könige, Wildschweine. Ferkel, Schwein, Apfel. Pferdchen haben wir auch gefüttert. Einmal alles durchklicken hier, so. So, das ist hier basically so das, was am Anfang alles erzählt wurde. So, Logbuch, Journal mit Seerose. Genau, mit der Seerose können wir jetzt das Dorf verlassen. Können wir auch ein bisschen halt. Können wir auch ein bisschen was aufwerten. Mit ein bisschen. Ja, komm. Ich glaube, wir hätten noch. Ach ne, das war der Magen. Okay. Alles klar. So, haben wir die hier schon? Nö. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Mir fehlen noch genau 30. So. So, dann machen wir mal. Wir können jetzt Richtung Agatha-Wald. Ich glaube, hier ist soweit auch schon alles clean. Wie viel Geld haben wir? 8000 hier, naja. Naja. Hey. Halt, komm zurück. Geh mir aus dem Weg, ich komme. Ich habe einen Riesenhaufen Briefe auszuliefern. Ja, okay, gut. Ja, können wir mit dem noch nichts machen, alles klar. Denke ich das jetzt später. So, da oben sehen wir es auch nochmal. Ah, Agatha-Wald. Da wollen wir hin. Justin, einen wunderschönen guten Abend. Alles fit? Im Sound. Kommt da nichts? Oh. Gut, dass du es sagst. Jetzt. Aha.
Darthuhn, ja. Die ist okay soweit. Naja, immerhin. So, noch eine kleine Bombe. Gut, dass wir sie schon geholt haben. Kommt sie vom Laufen. Ui. Auch im Agatha-Wald sieht es bescheiden aus. Die verfluchte Zone hat sich auch im Wald ausgebreitet. Ich dachte, das Böse würde Orte mit so viel Gras und Bäumen meiden. Das muss wirklich ein starker Fluch sein, so wie sich der Wald verändert hat. Das sollte nichts mehr einsehen. Und es sollte nichts essen. Okay. Ein bisschen schneller gehen können. Ja, das sieht ja alles sehr schlecht aus. Gut. Was haben wir denn hier so drin? Was macht denn ein Haus hier in der Höhle? Ich kann hier was leben bei dieser sich aus. Bereiten verfluchten Zone. Finden wir jetzt raus. Speichern auch nochmal. Eine verstreute Perle. Ja gut, davon gibt es einige. Madame Orakel. Du bist also gekommen, Meister Wolf, und du siehst geplagt aus. Du kannst mich Madame Orakel nennen. Ich lese aus Knochen die Zukunft heraus. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich sah es in einer Vision. Knochendeuterin Madame Orakel. Es scheint, als ob die Welt da draußen in Chaos versunken sei. Nicht, dass ich sage, dass es nicht vorbestimmt war, dass es so kommt. Aber auf jeden Fall ist dieses Jahr ein besonderes Jahr. Dies ist das 100. Jahr seit Nagis und Shiranui's Heldentat. Du hast auf deinem Weg her bestimmt die riesige verfluchte Zone gesehen, oder? Das Land hat sich in eine Einöde verwandelt. Alle, die sie betreten, werden von der Finsternis verdorben. Nur ein Wesen hat die Macht, dies alles zu kontrollieren. Orochi. Auch die Geschwindigkeit, mit der es sich ausbreitet. Unglaublich. Der Fluch kann nur aufgehoben werden, indem die Wächtersprösslinge wiederhergestellt werden. Vielleicht findest du einen versteckt hier im Agatha-Wald. Genug jetzt des nutzlosen Geschwätz. Ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wie ich schon sagte, ich bin Hellseherin. Die Knochen enthüllen alles. Wenn du auch Geld hast, kann ich dir sogar die Zukunft voraussagen, Wolf. Interessiert? Wahrsagergebühr? Oh, komm. Aha, dann lass uns mal sehen, was die Knochen zu sagen haben. Oh, es überkommt mich. Ich kann es sehen. Im tiefen, dunklen Wald, die Höhle vom Fels geschlossen, wartet der Waldgeist auf seine Wiederbelebung. Er wartet auf eine heilige Bombe, die in den Fels springt.
Kann im Moment nicht mehr sagen. Ich muss selber Hinweise finden. Hey. Volle Prophezeiung. Bong. Gibt's hier noch was? Erstmal alles looten, was hier rumliegt. Okay. Gruselige. Okay. Na, gucken wir mal. Da brennt noch alles. Zu viel geht hier nämlich auch noch nicht. Nope. Ich mal an die Karte. Ah ja. So, ich meine, das war glaube ich sogar tricky. Man musste da hinten hin. Und es ist Nacht geworden. So. Ich glaube, es war hier. Jo. Aha. Mehr die schöne Erlösung. Erhalten Gebetsperlen sind ein neues künstlich-göttliches Instrument, bewacht von einem Wächtersprössling. Wow, Sakuya verwöhnt dich ja richtig. Auf jeden Fall wird er es wirklich helfen. Die Monster versuchen auf jede erdenkliche Weise dich zu kriegen. Also musst du dich mit einem göttlichen Instrument ausrüsten und mit ihm üben. Aber da ist noch mehr, als dich nur mit ihnen auszurüsten. Sie können als Nebenwaffe oder als Hauptwaffe ausgerüstet werden. Die Auswirkungen der Waffen ändern sich basierend darauf, wie sie ausgerüstet wurden. Aber selbst nach deinem 100-jährigen Schläfchen kannst du dich noch an das noch erinnern, stimmt's? Ich weiß, du bist nicht die Hellste, aber keine Sorge. Dabei muss man nicht denken. Versuch einfach das neue heilige Instrument im Handwerk. Ja. So, und Hauptwaffen. Hast du die Idee kapiert? Du lass mich dir ein Beispiel geben. Du kennst auch deinen Spiegel. Wenn du ihn als Nebenwaffe ausgerüstet hast, dann ist er wie ein Schild. Wenn du angegriffen wirst, drücke B, um den Angriff abzuwehren. So. So, okay. So, die Perlen finde ich tatsächlich auch mit am coolsten. Weil die Kombo so schön hochtreiben.
Ich glaube, ich habe jetzt nichts zum Füttern dabei. Das ist ein bisschen schade. Ja, schade. Okay, müssen wir uns merken. Hier müssen wir nochmal hin. Hier geht's raus. Da geht's raus. Masse. Geflüdet hier. Horcht, der Ruf des Himmels, der Erde, der See. Sie befehlen mir, das Böse zu besiegen. Baka, das Geschenk der Götter an die Menschheit ist hier. Hallo. Au, Meister Baka. Was ist denn mit dem Kerl los? Diese rote Bemalung, das göttliche Instrument auf deinem Rücken, das sieht seltsam aus. Wenn ich kenne, dass du einiges vertragen kannst, Baby. Ey, glaubst du nur, weil du da oben bist, dass du was Besonderes bist? Komm hier runter und besprechen von Angesicht zu... Warte mal. Die rote Bemalung gesagt? Kann er für Emmys wahre Form sehen? Hey, er hat sein Schwert gezogen. Yes. Das ist meine Art, den springenden Punkt auszudrücken. Das Wortspiel war beabsichtigt. In dem Moment, als ich die verfluchte Zone über Nippon ausbreitete, sah ich die schattenhafte Person, die das heilige Schwert zu Kuyomi entfernte, in Richtung des Dorfes Kamiki fliehen und den Zugang dort mit einem Felsen versperren. Wisst ihr irgendwas über diese Sache? Das gibt's mir unheimlich. Wir sollten ihn im Auge behalten. Ja. Emmy, wächst du dich schon wieder auf? Wonderful. Ich hätte es nicht anders gewollt. Jetzt wirst du mein geliebtes Schwert erleben. Hier kommt Pillow Talk. Das. Weg zu tanzen. Oh Mann. Na. Ja. Aber wofür weiche ich denn aus? Damals hatte ich viel noch Humor. Es ist schon lange her, dass ich deine Kraft spüren durfte, Amaterasu. Aber das reicht für jetzt. Zu spät, du hast den Kampf angefangen. Ey, warte. Kennst du den Typen, Emmy? Nun, es war ganz schön taktlos. Excuse me. Weißt du, ich habe die verfluchte Zone, die diese Gegend hier heimgesucht hat, angeguckt. Die verschlingt alles auf ihrem Weg, sogar das Licht der Sonne. Das ist der Fluch von Orochi, dem legendären achtköpfigen Windwurm. Oh Gott, oh nö. Spricht den Namen nicht ohne Grund aus.
Und das alleine kann den Geist der Schwachen verfluchen. Orochi wurde vor 100 Jahren von Nagi und Shiranui erschlagen. Unser böser Geist wurde in die Mondhöhle verbannt. Ich bewachte. Weiß schon. Die Höhle in der Mitte des Sees im Shinshu-Feld? Oh. Aber jemand ist entkommen und hat Orochi befreit, indem er Tsukuyomi entfernt hat. Das Böse der Bestie hat die verfluchte Zone erschaffen, die das Land bedeckt. Ich hätte nie gedacht, dass das heilige Schwert so leicht entfernt werden würde. Wie gesagt, wenn da ein Siegel drauf ist, nicht anfassen. Wer immer es auch getan hat, hat gewartet, bis sie in der Hauptstadt war. Es scheint, als seien die Dinge so sehr aus dem Lot geraten, dass noch nicht einmal ich das hab voraussehen können. Boah, übel langweilig. Nun, mein Hübscher, wir sind dir meilenweit voraus. Wir haben überall den Fluch gebrochen. Dieser Roshi ist Hackfleisch, wenn wir mit ihm fertig sind. Einfach ihr das also, die Bäume in diesem Gebiet wiederbelebt haben. Es ist schon eine Menge Zeit verstrichen, seit der Roshis Rückkehr. Du solltest lieber seine Spur aufnehmen, Darling. Was? Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber unser kleiner Kampf eben war eine große Enttäuschung. Du bist nichts im Vergleich zu dem, was du mal warst, Amaterasu. Du magst vor langer Zeit Orochi besiegt haben, aber man kann sich nicht auf vergangenen Heldentaten ausruhen. Du bist um einiges schwächer geworden während deinem 100-jährigen Schlummer. Das reicht jetzt! Erzähl mir sofort mehr über diese schattenhafte Person, die du gesehen hast, wie sie nach Kamiki geflohen ist. Woher sollen wir wissen, dass du es nicht selbst warst? Entspann dich, mein kleiner springender Freund. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich habe eine kleine Prophezeiung für euch. Wisst ihr, ich kann nämlich in die Zukunft sehen. Ich sehe einen Stamm und großen Nervenkitzel. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn die Zeit gekommen ist. Nun ja, ich muss los. Die Arbeit eines Propheten ist nie beendet. So. Goodbye. Was für ein Spinner. Wer zur Hölle glaubt ihr, dass er ist? Hey, aufwachen, Emmy. Arbeit zu erledigen. Wenn es jetzt sein muss. Naja. Hätte besser sein können. Also mit dem Ausweichen hat noch nicht so hundertprozentig geklappt. Das ist eine Riesenknospe. Das ist eine seltsame Pflanze, die vergrabene Schätze umhüllt und so und sie heraufbringt. Aber bis jetzt habe ich noch nie jemanden geschafft, einen von ihnen zu öffnen. Ja. Blühen lassen hilft ja meistens, ne? So, wen haben wir hier noch alles? Hier ist auch noch irgendwas vergraben. Eine Flasche Sage. Noch ein Sage. Moment, ich kümmere mich erstmal um die anderen Sachen hier. Ein Holzbär. Und Exorzismus S. Okay.
So, wen haben wir denn hier? Eine Jägerhütte oder was? Ja, hier kann er da. Oh, verbraucht gebratenes Fleisch. Gebratener Fisch. Wir fressen jetzt erstmal alles weg. Gibt so kein Schwert. Muss aber zum Aufspringen. Gut, das ist für später. Ich friss die Samen. Waffen verbessern. Gibt's auch noch. Ey, was ist das für ein unheimlich aussehendes Gebäude? Das große Tor ist fest verschlossen. Ja. Lass mal halt zu. Warte mal hier. Schriftrolle will ich gerade nicht. So, was haben wir noch? Da hinten sind noch Wegweiser. Und ja, nun wieder. Kampftipps. Ja. Hallo. Oh, wie lustig. Ich habe noch nie vorher einen weißen Wolf gesehen. Wie lautet dein Name? Was? Komm schon, sag mir deinen Namen. Du magst vielleicht nur ein Wolf sein, aber die gesellschaftlichen Formen müssen doch gewahrt werden. Ich heiße Isun. Und dieses Fellknoll hier heißt Amaterasu. Das ist aber ganz schön lang. Wie wär's mit Kreide? Ist das okay? Was mich betrifft, ich bin der brüchige Zahnhändler. Ja, ich bin der große Kiba. Ich bin Kirschbanane. Der große Zahnhändler Kiba. Nur dann, Kreide, weißt du über die Überbleibsel der Monster Bescheid, stimmt's? Du weißt, was du bekommst, wenn du der Monster besiegst? Ich spreche von Dämonenzähnen. Dämonenzähne? Alles, was du machen musst, ist, dem Monster das Fell abzuziehen, damit sie sich einen Dämonenzahn fallen lassen, bevor sie verschwinden. Die Adligen nehmen sie als Dämonen ihre Macht. Sie bezahlen jeden Preis. Also dann, Kreide, hast du solche bei dir? Natürlich verlange ich nicht, dass du sie mir umsonst gibst. Ich, der große Kiba, habe Schätze von überall aus Nippon gesammelt. Wir können tauschen. Was hast du denn? Reise nützt mir eine Friedensglocke. Kopfmatte. Die finde ich eigentlich ganz cool. Zieht Werksgegenstände in der Nähe an. Schauen wir mal. Das ist das Spannendste. So, das ist nochmal so Sonderausrüstung. Wenn wir drei Sachen auswählen, wenn jetzt irgendwo Sachen rumliegen, dann werden die automatisch zu uns gezogen.
Ach ja. Oh, voll Mist. Tief im Maradawald gibt es einen großen Fluss, den man Nara-Fluss nennt. Da die Brücke über ihm wurde neulich mit einem Sturz verstört. Deshalb bekomme ich keine neuen Vorräte. Glücklicherweise habe ich noch recht große Reserven, deshalb kann ich weiterhin verkaufen. Ja, ich. Ich brauche mal einen. Goldstau. Was zu machen, verbessern? Ist recht teuer. Ich decke mich erstmal wieder mit. Ich hole mal von jedem 5. Das ist alles so, ja gut. So, schade nichts, das mitzuhaben. Verdammt. Nein. So. Ist unpraktisch, wenn B für. Das ist so ein Problem. Karole. Nun, das ist mal was, was man auch nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Ein weißer Wolf. Siehst genau wie Shiranui aus. Früher gab es viele Tiere hier im Agatha-Wald. Aber sie sind verschwunden, als immer mehr Monster kamen. Doch, hör mich an. Es ist zwar keine gute Zeit zum Reden. Was denn? Ich frage mich, was passiert ist. Ich nehme an, dass du meinen Sohn im Wald getroffen hast, oder? Der Nara-Fluss hatte neulich Hochwasser wegen dem Sturm, weißt du? Die Brücke zum Dorf Kusa wurde komplett weggespült. Ich habe meinen Sohn gebeten, eine neue Brücke zu bauen, aber er ist so beschäftigt mit seinem Hund, dass er einfach nicht dazu kommt anzufangen. Der Hund meines Sohnes, den er so lieb heißt, Ume. Ich habe ihn vor langer Zeit im verletzten Wald gefunden. Mein Sohn hat ihn wieder gesund gepflegt, deshalb versucht er ihn immer zu beschützen. Er ist so ein Weichei geworden, dass er überhaupt keinen Sinn mehr für Abenteuer hat. Aber wenn ein Mann im Wald lebt, dann gibt es Dinge, die ein Mann zu tun hat. Darum bestehe ich so sehr darauf, dass er eine neue Brücke baut. Ich bin sicher, dass er das kann. Ich muss ihm einfach nur Vertrauen und Geduld haben. So, das ist nämlich der Knirps, der da hinten rumsteht. Aber erstmal machen wir das hier. Oh, das Schöne mit der. Ah, Mann. Sehr gut. Ganz okay. Ich weiß nicht, wofür diese Kugel hier da ist. So, und der Junge hat ein Problem. Und das Problem kümmern wir uns jetzt. Was steht hier noch was? Was steht hier? Tiefer Abgrund. Das ist der berühmte tiefe Abgrund des Agatha-Waldes. Ja. Oh, Mama. Ich frage mich, ob er okay ist. Oh, hallo Hündchen. Bist du auch allein? Ich bin Kokari. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Junge des Waldes, Kokari. Was das ist? Das ist meine Angelrute. Eigentlich ist aber gerade keine Angelschnur oder ein Angelhaken dran. Aber dafür gibt es einen Grund. Mein Hund Ume und ich haben neulich diesen geheimen Ort erkundet. Ein uraltes Gebäude, das als die Zuta-Ruinen bekannt ist. Wir wären niemals in die Ruinen reingekommen, wenn wir nicht tief im Wald einen Schlüssel gefunden hätten. Aber als wir reingegangen sind, hörten wir aus der Tiefe ein schreckliches Brüllen. Ich bin sofort raus. Ich habe den Eingang zu den Ruinen wieder verschlossen. Ich bin nach Hause gelaufen. Ich dachte, Ume wäre mir gefolgt, aber er war nirgendwo zu finden. Ich werde erst in den Ruinen gefangen.
Er muss am Weinen sein, ganz allein und voller Angst. Wenn du weißt, wo er ist, warum rettest du ihn dann nicht? Du solltest jetzt nicht angeln. Aber dafür gibt's einen Grund. Weißt du, auf meinem Weg von den Ruinen nach Hause bin ich am Wasser hingefallen und der Schlüssel fiel hinein. Ich habe mich ganz voll angestrengt, ihn wieder rauszuholen, aber ich habe all meine Angelschnüre und Haken verloren. Alles, was ich noch habe, ist diese Angelrute. Ich habe mich ganz doll angestrengt, den Ruinenschlüssel wieder rauszuholen, aber ich habe all meine Angelschnüre und Haken verloren. Ja. Das Kind ist eine Heulsuse. Gib ihm mal einen Stoß. Autsch! Hör schon auf damit! Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Heulsusen. Du warst es ja, sein Hund in diesen gefährlichen Ruinen zurückgelassen hat, also musst du tun, was auch immer nötig ist, um den Schlüssel zu holen und ihn retten zu gehen. Aber... Hör zu, Junge. Beim Fischen geht es um die richtige Einstellung. Einstellung! Es gibt nichts, was man mit der richtigen Einstellung nicht fangen kann. Fische, Bräute, was auch immer. Du kannst dir alles holen. So. Komm schon, benimm dich, als ob du Spaß hättest. Wir werden zusehen. Junge, dieses düstere Wasser ist ganz schön unheimlich. Die Leute nennen das hier den tiefen Abgrund, weil man den Grund nicht sehen kann. Aber das ist es nicht, wofür dieses Gewässer bekannt ist. Die Legende besagt, dass hier ein super riesiger Fisch hier einst die Reflexion des Mondes auf der Wasseroberfläche verschluckt hat. Niemand weiß, ob diese Legende wahr ist. Aber bis zum heutigen Tag erscheint der Mond nicht hier im Agatha-Wald. Diese Märchen interessieren uns nicht, okay? Sie sind so unheimlich. Denk positiver, hab Spaß. Okay, mit benutzt dann den ja, okay. So. Wow, hat er da gebissen? Ja, jetzt vorsichtig, zieh nicht mit aller Kraft. Ist eine Grundel. So. Noch eine Grunde. Oh, wow. Ja. Riesenlachs. Wow, das war ein großer. Hey! Das ist der Ruinenschlüssel. Er fiel direkt aus dem Maul von diesem großen Fisch. Ja, okay, er kann jetzt den Hund retten. Danke, tschüss. Gib mir das wieder! Ja, gut gemacht, Emmy. Du kannst schließlich nicht zulassen, dass dem Kind etwas passiert. Nun, auf was warten wir noch? Wir haben einen verlorenen Hund zu finden in den Zutaruinen. Oh, Alter. Alter.
So. Wo war das noch gleich? Irgendwo da hinten. Ja. Nun, lass uns den Hund von dem Jungen suchen gehen. Aber eigentlich hoffe ich, dass wir noch ein paar andere Sachen finden. Man hat diese Ruinen seit Ewigkeiten betreten, stimmt's? Denk doch mal drüber nach. Das könnte ein unglaublicher Schatzhort hier versteckt sein. Hehe. Genug Rede, lass uns suchen. Gucken Sie einfach ohne mich weiter? Ja. Warum? Weil du nie mit mir guckst. Warum macht sie es nicht einfach an? Voll fies, ey. Soll ich das aufmachen oder was? Nein. Ah. Vicky, guten Abend. Warum bist du so müde? Ja. Wegen Isso. Das ist eine ziemlich seltsam geformte Statue. Sieh dir nur all das Moos an. Die müssen ja schon seit Ewigkeiten hier stehen. Und was ist mit dem seltsamen Wasser? Ich glaube nicht, dass du da reinspringen möchtest, Fellknäuel. Wie wär's, wenn du ein paar Seerosen reinmalen würdest? Ja, nee, geht nicht so gut. Ja, wenn du mal müde bist, dann ist das halt so. So. Göttlichkeit von uns. Weise Luxperia. Alter Gammelbaum. So. Eine alte Vase. Was haben wir hier? Und noch ein Gammelbaum. Hier geht's ja. Das war voll daneben. Das ist besser. Hallo? Hallo? Ein Räuchergefäß. Jo. Es gibt noch irgendwas. Da geht's auch noch weiter. Gut zu wissen.
Okay, das wird mir angesagt. Ich gehe erstmal nach hinten. Aha, hier ist wieder was zu buddeln. Der Hund ist bestimmt nicht beim Endboss von dem Dungeon hier. Eine Kugel. Was ist denn mit diesem runden Stein? Er ist viel schwerer als er aussieht. Es war doch keine Chance. So, ja. Jetzt können wir ihn nämlich öffnen. Jetzt wird das kaputt machen. Zack. Ein Dämonenzahn. Das ist ja gemein. Jetzt dürfen wir, okay. Jetzt dürfen wir also. Die eigentlich alle mal so wie sie da stehen. Da oben geht es halt auch noch irgendwo lang, aber ich glaube, das ist nicht von hier aus erreichbar. Nee. Das ist noch was anderes. Okay. Ich sehe schon. No. Ja, natürlich. Nein.
komm. Aha. Viel zu lange gedauert. Wow, das ist aber ein großer Pilz. Irgendwie tut er mir ja leid. Es ist so dunkel und unheimlich hier. Ich wette, er würde sich besser fühlen, wenn er ein bisschen Sonnenschein hätte. Gibt's hier denn irgendwo? Da! Spitzpilz. Oh. Wo ich denn da rüber? Ne. Nee, muss ja irgendwo noch was anderes sein. Moment mal. Doppelsprung haben wir leider noch nicht. Hm. Ach man, nicht das Menü. Das Menü. Ich guck jetzt gerade da rüber. Mich da irgendwie. Jetzt ist hier nichts. Das wirkt irgendwie zu einfach. Nee, warte mal eine Sekunde. Meine Nase juckt seit diesen riesigen Pilzen dort hinten. Achu! Oh, schön. Hey, diese Tür hat ein komisches Schloss dran. Das ist kein gewöhnliches Schloss. Ich spüre ein starkes Übel am Werk. Ja, Dämonenschloss. Na toll.
Ich wollte dich doch gar nicht. Ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Ort so, dass alle passieren können. Warte. Was soll das heißen, so dass niemand passieren kann? Glaubst du wirklich, du könntest meine wasserdichte Verteidigung durchdringen? Das klappt nicht. Nichts kann meinen Körper auch nur verletzen. Natürlich habe auch ich Wachpunkte. Ein sauberer Treffer dort würde mich sofort erledigen. Aber ich bin nicht dumm genug, um diese Punkte zu entlösen. Meine Schwachpunkte so offensichtlich. Ich habe versagt, aber lass es bekannt werden, dass ich den Tod eines Kriegers gestorben bin. Natürlich bist du das. Oh, praktisch. Aha. Und einmal jetzt eine Abkürzung in den Hauptraum. Oh, gut, dass wir direkt drauf gehen, alles klar. Gut zu wissen. Na komm, vergiss es. Bevor wir jetzt noch 10-mal da reinfallen. So, das Schloss hat ein wenig Panik. Hatte ein wenig Panik. Hallo? Ich kann ja auch Bäume spritzen lassen, also schon mal so. Geht das denn nochmal? Ja, hier nicht. Ich glaube, alles, was kein Felsboden ist, geht das.
So. Easy heile gemacht. Jetzt sieht ja furchtbar aus. So, ein Kleeblatt, dann nehmen wir mit. Hab ich gedacht, nehmen wir mit. Teilweise, wenn ich die Kreise noch beschissener mache, dann funktioniert es besser. Von mir aus. Easy. Gerade übel gekontert. Alter. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Ein Knochen. Und ein Lackwaren-Set. Na, wunderschön. Sorge. Und hier gibt es wieder die coolen Pilze. Vorher einmal hier schön aufräumen. Lass mal sehen, wo kriegt die Sonne her? Da. Sind die Sapstinger.
alle weg. Ja, Mensch, kann ja auch ganz angenehm hier sein. Sieht aus, als ob das Gift, welches das Wasser verschmutzt hat, komplett verschwunden ist. Jetzt sieht es sogar wunderbar zum Schwimmen aus. Da ist sogar ein Wasserfall. Ich werde es für viel Spaß machen, direkt darunter zu gehen. Ach, was ich meine, ist, dass ein verspielter Hund die Ume es bestimmt tun würde. Ich hab nicht vergessen, wonach wir eigentlich suchen. Du etwa? Und natürlich habe ich nicht die Suche nach ein paar Schätzen aufgegeben. Nochmal. So, hier ist schon mal den ersten Schatz. Eine Karte von den Ruinen. Aha. Lass mal sehen. Verstehe. Fließen wir nicht mit. Oh. Licht. Ich muss da hin. Bevor er klebert. Machen wir erstmal alles schick. Alles wieder schön hier. Hey, sieh mal, das Licht. Hier ist auch eine Konstellation. Ja, scheinbar. Und ist der letzte Affe.
ist so schön doof. Oh, Amaterasu, Quell alles Guten, unsere aller Mutter. Ich, Tsutagami, letzter des Triumvirats der Götter der Flora, habe 100 Jahre ehrfürchtig auf deine glorreiche Rückkehr gewartet. Möge das Blühen des jungen Frühlings dich von nun an begleiten. Bringe neues Leben ins Land, das so schwer unter dem Bösen leidet. Ja. Aber im dritten Abend. Im dritten und letzten Abend. Tsutagami, der dritte und letzte Gott der Flora. Er ist der Gott, dem die Reben und Lianen gehorchen. Eine Sage erzählt, wie Tsutagami diese Kraft einsetzt, damit sich Reben und seinen Körper schlingen und er sich durch die Luft und er durch die Lüfte fliegen kann. Okay, ich versuche mal. Ja. So landet man dann auf diesem. Perfekt. Wow, ist ganz schön nützlich, einen Gott dabei zu haben. Kannst die Reben rausziehen, wenn du eine Konohana-Gebühne geöffnet ist. Okay. Das ist schon recht praktisch, ja. Hey. Ja, wunderbar. Die geht's aber noch woanders hin. Da gehen wir erstmal nach oben. Okay, habe ich gedacht. Wo kann ich denn hinwollen? Ja, so. Ach da. Wir können aber auch mitten im Flug. Zumindest was in die Richtung, das können wir auch mitten im Flug. So. Und hier können wir dann die Blüten verbinden. Bin ich da runter? Ja, wohl, ne? Wo genau ist das eigentlich? Wieso war ich da noch nicht? Hier ist das. So. Erstmal laden. So. Speichern. Laden, genau. Speicher mal. Ein bisschen Heilung, das ist ja praktisch. Wirklichkeitstipps, ja. Spindet.
Bin lecker. Auch lecker. Wir gehen da wirklich hinein? Wirklich? Bist du wirklich sicher? Ich hab hier mal ein ganz schlechtes Gefühl. Was ist hinter dieser Tür? Bist du sicher, dass wir bereit sind? Vielleicht sollten wir nochmal nach draußen gehen. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Alles klar, lass uns gehen. Erst handeln, dann denken. So. So machen wir das. Sieh, Emmy. Dort ist ein goldenes Tor. Es wird alle Erinnerungen aufheben von dem, was du schon getan hast, wenn du hindurchschreitest. Auf diese Weise kannst du, falls du mal sterben solltest, von diesem Punkt weitermachen. Das ist ein Freifahrtschein, um von dieser Stelle dein Spiel weiterzumachen, falls du mal was vergeigst. Aber natürlich gibt es auch Beschränkungen. Die gespeicherten Erinnerungen werden weggewischt, wenn du das Spiel beendest und wenn du einen Ursprung spielen musst, um das Spiel zu speichern. Okay. Oh, gut gemacht, Fellknäuel. Ich sag andauernd, du sollst im Bett nicht rumträumen. Hey, da hat sich was bewegt. Au. Guck dir mal diese große alte Blume an. Jetzt sind wir auf etwas gestoßen. Solche Blumen sind normalerweise voller Schätze. Ey, ist das da unten ein Hund? Hey, lass mich raus! Ich bin schon wieder mit deiner Sabber beschmiert. Ich guck diesen Schatten an. Ich sehe. Ach, warte, das kann nicht sein. Bist du dieser Hund, der hier rumschnüffelt? Ich werde nicht erlauben, dass du die triumphale Rückkehr meines Meisters ruinierst. Gidigit. Emmy ist nie beeindruckt. Bei nahen Angelegenheiten zu stecken, die dich nichts angehen, wird dich umbringen. Sprich deine letzten Worte, Narre. Kannst du es wagen? Hund ist normalerweise nicht auf meiner Speisekarte. Aber ich werde bei dir eine Ausnahme machen. Was redest du da? Ich hab den Hund gesehen, den du verputzt hast. Nebenbei, das hier ist kein Hund, sondern eine Göttin. Die Bestie kann sprechen. Nun dann. Ich werde dich zurückschicken, von wo du gekommen bist. Es wird nicht wehtun. Bleib einfach für einen Moment kurz stehen. Wie?
gut. Na, komm so. Zeig mir, ja. Ah. Ekelhaftes Spider-Viech. Und so war Amaterasu in der Lage, die rebenbedeckten Pinguine zu durchqueren und die darin lauernde Spinnenkönigin zu besiegen. Der hässliche Spinnenkörper verwandelte sich in eine wunderschöne Blüte und ein Gefühl der Ruhe breitete sich in den Ruinen. Innerhalb der schönen Blüte war ein winziger, wehrloser Hund, der die schreckliche Spinnenkönigin vorher verschlungen hatte. Gerade als alles anfing, sich zu beruhigen, schien knurrendes Biest, eine Waffe, die lange Zeit von der Magie der Spinnenkönigin versiegelt worden war, vor den Augen von Amaterasu. Ja, also in der Regel kriegt man hier bei jedem Dungeon-Boss eine neue Waffe. Und die ist eigentlich schon fancy. Ein göttliches Instrument. Knurrendes Biest. Spiegel mit dem Siegel des Biests verleiht die Tintenkugeln Kraft. Dies ist ja relativ praktisch im Kampf. So, die Spinnenkönigin hat eine heilige Waffe versteckt. Sie hinterlistige alte Hexe. Vielleicht werden wir mehr Waffen erhalten, wenn wir mehr Monster besiegen. Lass kaum abwarten zu sehen, was diese Waffe kann. Wie das an Emmy? Der Hund schläft nur. Ich frage mich, ob das Ome ist. Du weißt schon, der Hund, den das Kind gesucht hat. Lass ihn uns zurückbringen, wenn er aufwacht. Aber zuerst, wie wär's mit einem schönen Siegesgeheul? Damit wächst du ihn vielleicht auf. Siegesgeheul! Ein bisschen schneller gehen können, naja. Ich möchte das Spiel speichern, nochmal. Böser Hund! Gib mir den Schlüssel wieder! Ich muss schnell Ume retten gehen! Huch! Ume? Bist du das?
Bist du okay? Du bist heute nicht verletzt, oder? Es muss ganz schön unheimlich gewesen sein, so ganz alleine. Ah, hier, nimm deinen Hund. Was ist los, Ome? Wegen deinem Hund, Junge. Er war tief in den Ruinen und er wollte anscheinend nicht gehen. Wirklich? Wieso, Ome? Bist du böse auf mich? Weil ich ohne dich weggelaufen bin? Verstehst du ganz falsch, Junge. Du denkst nur, dass du deinen Hund zurückgelassen hättest. Die Wahrheit ist, er wollte in den Ruinen bleiben. Also, er wollte in den Ruinen bleiben. Er wollte? Aber warum? Vielleicht wollte er dir ein Beispiel geben, mit dem er dir zeigt, dass jeder, sogar ein Hund, ein Abenteuer erleben kann. Siehst du einfach mal so. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen einem Jungen und einem Mann. Sie sind erwachsen, bevor man sich versieht, und sie verbringen große Taten. Nee, ich verstehe. Also, nehme ich an, du wusstest alles, Ume. Dass mein Vater mir gesagt hatte, dass ich die vom Sturm zerstörte Brücke wieder aufbauen sollte. Und wie ich versucht habe, dem auszuweichen, weil ich Angst hatte zu versagen. Aber dein tapferes Abenteuer hat mich verändert. Du hast mir den Mut gegeben, Verantwortung zu übernehmen. Die Angelrute meines Vaters. Ich habe sie vor einiger Zeit im Wald verloren gehabt. Hast du sie in Ruinen aufgeschnüffelt? Ganz alleine? Nun, ich werde diese Brücke ganz alleine reparieren gehen. Junge, wird mein Vater überrascht sein. Let's go. Weg war er. Oh, so. Erstmal, wir haben neue Waffen. So. Und auch ein Spiegel. Gibt's ja mal wieder als Nebenwaffe. So. Und dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Die wegen ihn wieder da. Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Bis gleich. So, weiter geht's. Neue Waffe. Neues Ziel. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber das finden wir gleich raus. Erstmal gucken wir uns die Waffe an. Und spitz für deine Spatzen. Ja. So. Noch einer. Boah, warum habe ich eigentlich die Blockfunktion, wenn das nicht blockt? Mal besser. So, der ist jetzt losgelaufen, um die Brücke zu reparieren. Jetzt gehen wir mal dorthin, wo das passieren soll. Ich weiß nämlich irgendwo. Was war das denn? Und irgendwo oben. Ja, hier ist die Wahrsagerin.
glaube hier lang. Hier nach oben, ja. Noch was anderes, was ist denn hier? Moment, bevor wir jetzt da lang gehen. Zum Schienenschuhfeld. Ah, hier kommen wir her. Okay. Hitoshio-Quelle. Okay. Da können wir noch was ausbuddeln. Hier können wir gerade nichts ausbuddeln. Frühstelle, Justin. Und noch mehr Zeug zum Verkaufen. Okay, das war der Weg. Quatsch mal mit dem Vater. Oh, ich hatte nicht mehr, das. Ich hoffe nur, mein Sohn hat nicht versucht, an den Stromstellen eine Brücke zu bauen. Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viel Sorgen. Ich sollte einfach weiter warten. Das Beste, das ich tun kann, ist, ihn in Ruhe zu lassen. So, gut. So, wo sind wir denn? Alt, stopp. Hat. Gucken gerade in die Richtung. Da vorne. Ah ja, hier. Wobei, ich will noch was anderes ausprobieren. Und zwar können wir jetzt auch. Wollen wir uns Hauptwaffe. Boah. Nee, das sein. Bisschen Schaden haben wir gekriegt. Also sein Zeug hatten wir schon geplündert. Dann geht's weiter. Ich habe das Seil auf der anderen Seite festgemacht. Hey du da, nimm das Seil aus meinem Weg. Oh nein. Oh nein, nicht er. Hä? Susano? Was geht hier vor sich? Eine neue Geheimtechnik, implodierendes Fass. Fliegende Affen war ein Flop. Ich bin dabei auf diesen Baumstamm kurz abwärts gespült worden. Da kommt er. Halt die Angelrute gut fest, Junge. Nein, nein, warte, lass ihn los. Lass ihn los. Nein, Leute, ich hab gesagt, loslassen. Mi. Schnell besucht seinen göttlichen Pinsel. Ja, nun. Schade, ja, wo denn? Okay, da haben wir einen. Oh, ganz knapp.
So. Ja, ich verpasse hier ständig irgendwas. Da ist eine. Gott, siehst du auch echt nur ganz kurz. Ne? So. Und die letzte, ja. Akkurat. Oh. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Aber es hat ja geklappt. Seht nur eine neue Brücke. Hab ich das etwa gemacht? Ja, das hast du. Du machst das ganz alleine, Junge. Ich weiß nicht, was dich drückt, aber du wirst im Leben nirgendwo hinkommen, wenn du vor Abenteuern davonläufst. Du sollst deinem Hund danken, dass er dir das beigebracht hat. Oh, ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Junge. Danke. Ey, wo ist der Alte hin? Ich bin mir sicher, es braucht mehr als das, um einen Typen umzubringen. Naja, auch egal. Der taucht schon irgendwo wieder auf. Irgendwo. So, wir haben jetzt hier nichts mehr. Das heißt, wir gehen mal rüber. Das ist Tintenkugeltipps. Das geht nämlich nur, wenn man die als Hauptwaffe hat. Hier kann ich, glaube ich, nichts dran machen. Lass mal gerade gucken. Einmal das richtige Menü aufrufen. So, göttliche Waffen können mit Goldstaub verstärkt werden. Okay. Oh, es gibt... Ah, okay. So, Glück verdienen, kennen wir. Göttlichkeit, kennen wir. Tintenkugeln-Tipps. Male Punkte auf Gegner, wenn du eine Waffe mit der Tintenkugelkraft benutzt. Dann entstehen heilige Projektile. Je mehr Punkte du malst, umso mehr Tinte wird verbraucht. Sonst geht halt nur... Ich könnte das ja spaßhalber mal machen. Tauschen das mal aus. Ich weiß gar nicht, was die als Nebenwaffe können. Ah, das ist jetzt unser Schild. Okay. Die Takalen-Ebene liegt da vorne. Die große Ebene in den Bergen. Bereiten wir uns mal auf das Schlimmste vor, aber hoffen wir das Beste. Lass uns weiterziehen. Ja. Let's go. Also die Taka-Ebene ist auch verflucht. Ich wette, wir werden einen vertrockneten Wächtersprössling hier irgendwo finden. Ja, lass mal gucken. Guten Tag. Der Teemeister. Oh, was wird jetzt aus mir? Diese verdammte verfluchte Zone verursacht alle möglichen Arten von Ärger. Und mein wertvollstes Stück ist auch verschwunden. Jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Ohne Zweifel ist das Werk dieser unheilstiftenden Maulwürfe. Ich wette, sie waren es, die mich bestohlen haben. Und dazu muss ich mich auch noch mit der schrecklichen verfluchten Zone auseinandersetzen. Okay, Maulwürfe? Oh, ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Es liegt auf dem Berg Kamiji. Da, wo die große Windmühle ist. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schrein dort kommen gehört. Bin den Berg so schnell runtergerannt, wie mich meine Beine trugen. Dann wurde mir klar, dass dieses Gebiet hier auch verflucht war. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Monster jemals so nah zu uns kommen würde. Es sieht aus, als sei das Ende der Welt nah. Ich frage mich, was jetzt... Ja, okay. Achso, jetzt komme ich nicht mehr in die Zugbrücke. Okay. Moment mal.
Das Gebiet ist auch überall verflucht. Ich hatte nur eine kleine Besorgung, einen Kusa zu machen. Aber jetzt komme ich mich an. Ach, okay. Der muss in das Dorf, aber kommt nicht hin. Alles klar. Gut. Also nicht so gut, aber naja. Jetzt probiere ich das mal mit den Tintenkugeln. Hier ist echt ein Dicksnitz. Na, lass mich das doch. Ja, das müssen sie ja theoretisch. Schon nicht schlecht. Hm, wo ist es? Dann muss ich den vielleicht. Die muss ich nochmal zum Blühen bringen. Und dann droppen auch die einen Zahn. Nun gut. Sieht ja echt kacke hier aus. Was haben wir hier? Zum berühmten Baum Kirschbrise. Baum? Ich hab gedacht, ob das einer dieser Westerschlosslinge ist. Bestimmt. Gehen wir mal hin. Da kann man gucken, ob wir vielleicht unseren Magen einmal aufwerten. Da haben wir zwei Wiederbelebungen frei, falls man doch irgendeinen Kampf zu. Kommen wir noch nicht, okay. Dann warten wir noch. Nö, hier schon wieder. Oh, der Ruf des Himmels, der Erde, der See. Sie befehlen mir, das Böse zu besiegen. Waka, das Geschenk der Götter an die Menschheit ist hier. Hello. Du schon wieder? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Hast du das kleine Abenteuer mit dem Stamm genossen, das ich vorhergesagt habe? Bumm, du! Hast du hinter dieser beinahe Katastrophe gesteckt? Nie? Natürlich nicht. Ich hatte nur einen flüchtigen kurzen Einblick in deine Zukunft. Siehst du, ich habe die Macht zu sehen, was passieren wird. Sogar wenn es etwas ist, das man lieber nicht wissen möchte. Ach, der möchte gern Prophet ist wieder am Werk. Wenn du so toll bist, warum hast du dann nicht die Rückkehr von Orochi vorhergesehen? Hä? Was ist los? Hast du die Sprache verschlagen? Excuse me, hast du etwas gesagt, mein kleiner hüpfender Freund? Das ist doch also. Ach übrigens, ich habe deinen Kampf mit der Spinnenkönigin gesehen. Immer noch ein recht lahmer Versuch, muss ich sagen. Wie konnte ein abgeheiferter alter Wolf wie du nur hoffen, die Welt zu retten? Wie lächerlich. Mies. Was? Du hast unseren Kampf beobachtet? Und es ist dabei nicht in den Sinn gekommen, vielleicht zu helfen? Genug geredet. Es gibt nur einen Weg, das beizulegen. Ja, ist auch nur.
Mann! Nicht schlecht, Darling. Was meinst du mit nicht schlecht? Du bist doch ganz außer Atem. Was willst du eigentlich? Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte eine Frage für dich. Warst du schon am Harami-See, drüben auf dem Shinshu-Feld? In seiner Mitte war die Mondhöhle, in der Roshis Geist gefangen war. Eine Sperre blockiert den Eingang, seitdem Tsukuyomi entfernt worden ist. Das bedeutet, dass Orochi noch immer da drin ist. Ich möchte durch die Sperre und die Höhle betreten. Aber ich werde den Linfu-Kristall benötigen, um das zu schaffen. Du weißt nicht zufällig, wo er sich befindet, oder? Musst du ein Schwert ziehen, nur um das zu fragen? Und warum willst du überhaupt in Orochis Höhle? Ach, das weißt du nicht? Alright. Also, diese große Windmühle. Auf jeden Fall werde ich ihn alleine finden müssen. Und bevor ich mich von euch verabschiede, habe ich noch eine Prophezeiung. Ich sehe eine verschwundene und schwierige Aufgabe. Goodbye. Das ist toll. Weg ist er. Herr Emmy, lass uns anstrengen und den Limpung-Kristall vor Wacker finden. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass er nichts Gutes im Sinne hat. Vielleicht finden wir auch eine neue Technik für deinen göttlichen Pinsel. Ja. Naja. Nur noch zu lange, aber... Naja. So, hier ist sonst nichts. Dann gehen wir nach oben. Ach, da hinten. Wollte ich ja gar nicht. Naja.
So. Weg mit dir. Und es wird dunkel. Nee, lass mich in Ruhe. Geh weg. So, dann gehen wir wieder eine schöne Befreiung. Jetzt mal wieder so schön. Eben ist jetzt wieder normal. Ohne die verfluchte Zone wird es einfacher werden, Pinseltechniken zu finden. Als erstes hat diese große Mühle wirklich mein Interesse geweckt. Hat dieser mächtige Prophet nicht etwas darüber gemurmelt? Ach, was soll's. Die läuft uns ja nicht weg. Lass uns erstmal die Taka eben untersuchen, okay? Ich mach mir ein bisschen Sorgen um die Leute, die hier in der Nähe leben. Ja, dann. Vögel füttern. So. Noch die Abkürzung nach hier runternehmen. So. Euer mal einmal. Den Spiegel konnten wir, glaube ich, auch reißen, ne? Nee. Irgendwelchen ging das. Um jetzt noch was aufzuräumen. Das hat nicht, was mir lieber ist. Das Schild oder. Und Tiger. Ja. Erstmal Tiger füttern. So, jetzt können wir den Magen aufwerten. Falsches Menü. Fallen jetzt noch. Also hat sich einer über Maulwürfe beschwert. Die sind hier vorne. Hey, 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 bleib sofort stehen. Wie kannst du es wagen, über unseren Grund ohne Erlaubnis zu gehen? Das will ich dir nicht durchgehen lassen. Ich bin Maulwurf von den Maulis. Ach so.
Maulian-Anführer Maulwurf. Das gesamte Territorium unter der Taka-Ebene steht unter unserer Kontrolle. Wir können den Leuten nicht einfach erlauben, hier rumzuwandern, wie es ihnen gefällt. Wie sollen wir uns entspannen mit eindringlichen Pedir in der Nähe? Du wirst etwas von deinem Besitz hier lassen müssen, als Wiedergutmachung dafür. Du weißt, was ich meine. Dieses goldfarbene Zeug, das man in Geschäften benutzt. Hä? Achso, ich hab's. Ihr seid nur eine Horde Banditen, die Geld wollen. Nun eher lernen Schweine fliegen, als dass du etwas von uns kriegst. Wir werden dir die Lektion erteilen. Du hast ganz schön Mumm. Auch in Ordnung, wenn es das ist, was du willst. Du wirst es bereuen. Komm, Männer! Maulis, die besondere Staubwolkenformation. Das braucht man noch viel mehr, um mich zu verletzen. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns richtig kämpfen. Ja, du Streit, oder was? Nimm das hier. Ich verstehe das einfach nicht. Wie kannst du gegen unseren besonderen Staubwolkentrick ankommen? Na, ja, hast du genug von der kartköpfigen Emmy? Das sollte eine Lehre sein. Leg dich nicht mit den Göttern an, Maulpate. Verbrechen zahlt sich nicht aus, merkt ihr das? Ich erwarte von euch Jungs, dass ihr von jetzt an ehrlich seid. Ich kenne den Unterschied zwischen richtig und falsch. Es ist nur... Nun, ich war einsam. Ganz egal, wie lange ich hier unten warte, niemand kommt vorbei, um mich zu besuchen. Und darum habe ich mich so verhalten. Ich wollte nur Aufmerksamkeit bekommen, das ist alles. Bitte, weißes Hühnchen, willst du mein Freund sein? Verspreche, ich werde mich von jetzt an auch anständig benehmen. Ehrlich. Du bist genau das, was ich brauche, Hühnchen. Wenn du hier bleibst, dann bin ich nicht mehr einsam. Das wird von Minute zu Minute seltsamer. Ich weiß, ich sollte meine Gefühle nicht so offen zeigen. Ich werde wieder in den Untergrund gehen und meine Tränen alleine vergießen. Nun, ich schätze, das bedeutet dann wohl auf Wiedersehen. Du wirst doch bald wieder vorbeikommen und mich besuchen, oder, Hündchen? Weirder Typ. So, das Tiergefäß. Das bringen wir mal vorbei. Freut er sich. Hier war eine schreckliche verfluchte Zone, aber sie ist jetzt verschwunden. Er sollte das Geschäft wieder normal laufen. Und diese unheilstiftenden Maulwürfe haben meinen wertvollen Besitz gestohlen. Ich kann jetzt ohne es unmöglich irgendwelche Arbeiten erledigen. Hey, das ist meine geliebte Teetasse, oder war nicht? Hast du die von den unheilstiftenden Maulwürfen für mich zurückgeklaut? Teetasse gegeben. Danke dir, das ist mein Glücksbringer für ein gutes Geschäft. Nun, eine gute Tat verdient bei Dankbarkeit. Hier. Goldener Pilz. Nun, was denkst du? Ganz schön beeindruckend, was? Ein Kunde gab ihn mir schon vor einer Weile als Bezahlung. Er hatte so eine göttliche Aura. Ich hatte keine Idee, was ich mit ihm machen soll. Aber jetzt ist er dein Hündchen. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Was ist das? Was? Die Gerichte verbessert. Okay. Okay. Halt. Windräder aus Kusa, okay. Man hat mich gebeten, eins von den Buchen. Okay, wir sollen ein Windrad aus Kusa holen. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir zum Dorf kommen. Die sind auch witzig, warte mal. Die sind ein bisschen spaßig. Es ist ein sehr seltsames Gelände hier. Von mir. Das Zungenschneiderhaus. Fremde nicht willkommen. Und das steht da nicht nur einfach so. Ah. Ich habe gerade nach etwas Leckerem gesucht, dass ich meinen Topf tun kann. Du wärst genau passend, du kleiner Köter.
Die böse Frau Zungenschneider. Du wirst schon ausreichen, bis mein Ehemann uns ein großes Tier fängt. Ja, die ist ein bisschen gruselig. Ich lass sie mal da in Ruhe. So, ist hier noch irgendwo was, wo ich was repairen kann? Rechts zur Sasa-Zuflucht, geradeaus zur Zugbrücke. Problem? Hast du mich auch geladen? Nein, werden sie nicht. Haben nicht. Weil wir das so extra ausgestellt hatten. Nicht im Icon, ja. Hm. Tschüss. Ein Sasa-Reisender. Oh, diese Wand zu schieben ist ermüdend. Hast du auch diesen Geruch wahrgenommen, Hühnchen? Der Geruch des geheimen Platzes, den nur die mit reinen Herzen betreten können. Der Geruch der Sasa-Zuflucht. Jeder, der versucht, da hinzukommen, verläuft sich hier. Aber das heilige Tor da, das muss ein Hinweis sein. Das muss dieser Ort sein. Und das bleibt unter uns, aber die Sasa-Zuflucht ist, wo all die Spatzen leben, stimmt's? Nun, ich habe eins dieser jungen Spatzenmädchen von hier kommen sehen. Deswegen bin ich so sicher, dass die Zuflucht irgendwo sein muss. Ja, was willst du denn hier? Deswegen, ja, dass die Sasa-Zuflucht. Ich frage mich, was deine Mädchen hingegangen ist. Ich hoffe, sie ist nicht in die Nähe von diesem gemeinen alten Ehepaar gegangen. Ist aber auch egal, ich muss den Eingang zu dieser Zuflucht finden. Okay. Also ich rüste mal wieder um. Ich finde das mit den Perlen irgendwie cooler. Die Sasa-Zuflucht. Bambusdorf, Sasa-Zuflucht. Gibst du auch den Bambusgeruch? Sieht aus wie eine Straße. Mal sehen, wo sie uns hinführt. Hallo? Hey du, Gammler! Was willst du in der Sasa-Zuflucht? Hier rumzuschnüffeln mit diesem unschuldigen Gesichtsausdruck. Du hast ganz schön Mumm für einen Wolf. Du weißt, dass dies hier der Grund des, und Boden des Spatzenclans ist, stimmt's? Wir können dich nicht einfach so gehen lassen, oh nein. Wir werden dir dein Fell abziehen und dich in die Kiste schicken. Boss, zeig's diesem anmaßenden Köter. Ist der Big Spatzenboss. Hey, du Gammler, weißt du überhaupt, wen du da vor dir hast? Dies ist der mächtige Anführer des Spatzenclans. Das ist der große Jumba. Sparabo. Oberboss Jumba Sparabo. Okay, Boss, mach ihn platt. Er gehört ganz dir. Oh, der Boss ist sehr verärgert. Was verdammt nochmal geht hier vor sich? Hör zu, Gammler. Die wunderbare Tochter des Boss wurde entführt. Und er ist verdammt wütend. Wir tun alles, um sie zu finden. Wir haben alles abgesucht. Niemand wird hier durchkommen, bevor sie nicht in Sicherheit ist. So, nun verschwinde. Weg mit dir. Hä? Sie wollen uns nicht reinlassen? Was ist das für eine Geschichte mit der entführten Tochter vom Boss? Ja, nun. Das... Ich weiß gar nicht mehr, in welchen Reihenfolgen hier was gemacht werden müsste, aber ich guck mal, ob das schon geht.
Sobald du hier landest, wird es aber auch gruselig, ne? Ah, eine verstreute Perle. Ich hab den ganzen, ich hab auch 100 Stück von denen. Ich hab die noch nie alle gefunden. Was für ein abbruchreifes altes Haus. Die Stützposten brechen ja schon zusammen. Wir können auf das Dach gelangen, wenn wir hier hochklettern. Das sollten wir mal probieren. Da ist noch was. Oh ja, Futterding. Okay. Ich wollte eigentlich. Aber hier wurde was zusammengebastelt. Essen. Schönes, saftiges Fleisch. Weg von dem Topfellknäuel, der riecht ja ekelhaft. Der Mond scheint durch ein Loch im Dach. Das Licht des Mondes sieht ja auf jeden Fall gespenstisch aus. Monster können sich nicht mehr beherrschen, wenn sie solchen Mondlicht ausgesetzt sind. Wir sollten jede verdächtige Person, die wir finden, hier ins Licht ziehen. In das Licht ziehen. Ja, dann lass mich die doch ziehen. Hallo? Scheinbar ist das noch nichts für jetzt. Okay, na gut. Spannenderweise ist sie gleichzeitig. Stimmt, draußen ist sie jetzt gar nicht mehr. Grabstein hier draußen? Sieht nicht so aus, als würden sie Besuch bekommen. Das ist irgendwie traurig. Ja. Okay, dann ist das für später. Wir gucken erstmal, ob wir zum Dorf kommen. Warte, machen wir Tag. Das hier. Wellen gehört zum Dorf Kusa. Okay. Wen haben wir da noch? Hier haben wir hier noch so ein Dämonending. Entschuldigung. Die Quellen mal. Oh, ich verstehe das einfach nicht. Die Meerjungfrauenquelle hat uns mal so schönes frisches Wasser gegeben. Wie kann sie nur auf einmal ausgetrocknet sein? Ich glaube, wir beheben das mal. Schick. So, einmal öffnen bitte. Ja.
Ja. Hä? Ja, eben nicht. Naja, okay. Meerjungfrauenquelle. Siehst du das Licht? Das ist ein besonderer Ort, den man Meerjungfrauenquelle nennt. Es gibt eine wundervolle Legende über schöne Meerjungfrauen, die hier erscheinen. Man sagt, es gibt viele solcher Meerjungfrauenquellen im gesamten Land. Du wolltest sie besuchen, wo man sie auch sein mögen. Was können wir? Nicht so viel. Es ist so wunderbar, dass sie hier. Ja, okay. Ah ja, wir kommen zu. Okay. Schnellreisesystem quasi. Vollgas! Was ist denn hier los? Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Das Dorf Kusa. Ah, was ist das für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone, aber ich spüre einen starken Fluch. Lass mal hören. Das Schicksal meinte es nicht gut mit mir. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen Handel am Windschrein treiben zu können. Aber der Schrein ist von einem Monster übernommen worden und überall herrscht Panik. Nun gut, ich schätze, ich muss einfach das Beste daraus machen. Endlose Gerechtigkeit. Oh, 50.000 Hirn. So, den verkaufen wir. Den. Ein Windrad sollten wir holen. Wir können uns noch verkaufen. Wir haben halt noch ein paar. Okay, brauchen noch ein bisschen mehr. Naja. Weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von diesem Monster aufgefressen. Ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum der göttliche Wind nicht mehr bläst. Monster haben den Windschrein angegriffen, verstehst du? Die Macht des Gottes von dem Schrein wird immer schwächer und schwächer. Der göttliche Wind ließ immer die Windmühle sich drehen wie ein guter Zauber. Aber das ist noch nicht alles. Ja. Wie lange wird das noch so weitergehen? Das Dorf Kusa ist berühmt für seinen göttlichen Wind. Jetzt, da er aufgehört hat zu wehen, stecken wir alle schrecklich in der Klemme. Der Wind ist unser Leben und ohne ihn ist die Luft schlecht. Es gibt wirklich nichts, was man tun kann. Wenn ich so drüber nachdenke. Ja, toll. Hallo, kleines Hündchen. Weißt du, dieses Blumenbeet war einmal sehr hübsch. Es war voller Blumen, die alle durch das Wasser des Springbrunnens gediehen, aber dann hörte der Wind auf zu wehen. Das Wasser trocknete aus und jetzt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Ja, später. Die Blumen waren so schön. Jetzt sieht es aus, als wäre es mit totem Gras gefüllt. Kann ich das? Das kann ich wahrscheinlich jetzt noch nicht beheben, ne?
Nee, es ist alles. Das klappt nicht, Feldknäuel. Dann könnte ich der Pinsel mit bei einer so starken Kraft des Bösen nicht funktionieren. Gut, das ist dann was für später. Ach. Ah, was nun? Ein Wolf? Ein weiterer nicht zahlender Kunde. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Wir ließen ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und dann macht seinen schrecklichen Lärm in der Nacht, wenn er im Schlaf schreit. Vielleicht kannst du ihn versuchen, für mich zu verjagen. Ja, kann ich gut probieren. Ja, toll. Also unsere Tinte ist jetzt empty. Ich muss jetzt anklopfen. Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Oh lol, das kannte ich gar nicht. Ups. Da haben wir jemanden mal im Klo gestört. Na sowas. Ja gut, sonst passiert ja nicht viel. Nee. Bonjour. Okay, sonst ist hier scheinbar nichts. Ja, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ. Und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Oh. Ich kann Luftkarate machen. Hier schon mal wieder besser. Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Was verdammt nochmal ist passiert, euer Süßheit? Oh, seid ihr mit meiner Familie dem Haus Satomi vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen hat? Recht weiter, hübsche Dame. Ist und hör zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Priesterin Fusehime. Der Windschrein steht oben auf dem Kamichi-Berg. Kasegami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind, ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages wird er aufhören zu wehen. Entschuldigung. Das hat den Monstern ermöglicht, sich in unser Dorf zu schleichen.
Sogar ich, die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter alledem. Ja, viel weiter. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte gehören? Es ist dieses schreckliche Monster, Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm. Seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon mal gehört zu haben. Eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann mich nicht über die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient. Aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann können sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hundchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Hundesucher. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Der Hundesucher. Ich dachte, dass ich das je sehen würde. Mein Großvater sagte, er hätte eine Art Insel in der Luft schweben sehen, aber das ist unmöglich. Mein Großvater sagte, es gäbe da oben ein Land, das man die göttliche Ebene nennt. Dort sollen all diese großen Götter leben. Aber ich weiß nicht, das wird sich alles ein bisschen weit hergeholt haben, wenn du mich fragst. Och, er nun wieder. Nicht hoch, ne? Ja. Oh, ich bin Blockkopf. Wir wachen diesen Ort so, dass alle passieren. Ach man. Hab ich dich nicht schon mal gesehen? Wovon redest du da? Ich bin der einzig wahre Blockkopf. Und denen, die etwas anderes behaupten, die kriegen einen verpasst. Ja. Meine Schwachpunkte so offensichtlich. Ich hab versagt. Ja, du warst ein krasser Krieger. Unklar. Thank you.
Eine war jetzt noch hier oben auf dem Dach, aber da komme ich glaube ich jetzt gerade noch nicht hin, weil ich noch keinen Doppelsprung habe. Oder? Achso, oh ja, oder. Oh Mann, das macht's halt mal so hoch, glaub. Dann mach ich so. Was macht denn ein Hund hier? Hm? Er versucht uns etwas zu sagen. Lass mich mal genau hinhören. Ich kann einige Tiere verstehen. Er redet mit seinem Schwanz. Ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du da hast. Hm? Was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte. Ich bin gerade erst getroffen und er bettelt. Hund um Nahrung. Ja, das ist schlechter Manieren. Das. Achso. Ich muss nochmal Nahrung nachkaufen. Oh. Ja, ich bin satt. Meine Herrin Fuse Hiemann hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Was gehört er mir? Das wollte mir sonst einer von den Satomi-Hundekriegern. Hundekriegerei. Oh, jetzt wo ich satt bin, will ich zu meiner Herrin zurückkehren. Ja nun. Halt, oh, meine Fresse, ey. Kamera ist hier auch stellenweise. Genau das wollte ich nämlich. Ach, was für ein Dilemma. Ach, was für ein hübscher Wolf. Ich stecke gerade in einem Dilemma-Wölflein. Ich bin ein Handwerker und arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keinen zum Arbeiten bekommen. Ich sollte dich nicht mit meinem Problem belasten, Wölflein. Handwerker, Herr Bambus. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Oh, hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um dem Geschwafel eines alten Mannes zuzuhören? Ich habe immer Bambusblumen der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt. Aber in letzter Zeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzenkleiner hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Och, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als wieder meine Bambuswaren zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren, aber mir läuft die Zeit davon. Ach, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. Und was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Emmy? Ja. Komm raus! Was macht dein Hund hier? Er redet auch mit seinem Schwanz. Ich will was zu essen, ich bin hungrig. Ja, müssen wir aber scheinbar leider. Alle wollen sie Futter. Oh, ich bin satt. Hundekrieger Chi. Jetzt, wo ich satt bin, will ich zu meiner Herrin zurückkehren. Und tschüss.
diese Typen noch zu fassen? Och. Nein, nicht das, bei den Göttern, ich schwöre. Du bist niemals. Es ist Susano. Das ist ein sturer Hund. Was zum Teufel macht er da? Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er vom Monster verprügelt wird. Scheint er ganz außer sich zu sein. Es wäre ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Wieder dieser Traum. Hört das denn nie auf? Ich dachte, wenn ich in das Dorf komme. Ey, Alter, hängst du deinen Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Hühnchen. Und die kleine Maus. Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um das Rot irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam her, um für den Sieg im Windschrein zu beten, aber... Siehe da, dieser Rot irgendwas oder so ähnlich hat den Schrein besetzt. Nun, mit meinem unsagbaren Besieg war es schwer, gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen gut durchdachten Plan machen. Wo war ich? Plan? Ja, genau. Das ist doch nur seine Entschuldigung, um zu schlafen. Wir haben andere Probleme. Der hier drin. Ja, kriegst du aber zu fressen. Oh, ich bin satt. Hundekrieger Shin. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Wie das mal anders, Moment. So. Und okay, wir kennen das ja mittlerweile. Ich bin satt. Und Krieger Co. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Ja. Hey, Emmy, wie viel von diesen 100 Kriegern waren das jetzt? Jetzt sollen wir mal mit Fusilime reden. Wir wollen einfach erstmal 4, oder nicht? Boah, wieder ganz runtergekracht, na toll.
Hey Emmy, dieser Flohsack starrt uns finster an. Ich glaube, er hat einen Hundesucher bemerkt. Was ist denn das? Meine Herren, Fusehim hat mich gerufen. Aber erst möchte ich eine meiner Fähigkeiten ausprobieren, an der ich gearbeitet habe. Ist das gehört, Emmy? Fusehim hat mir verboten, an sinnlosen Kämpfen teilzunehmen. Ich will testen, ob du diesen Hundesucher zurechtträgst. Du wachst. Du hast wirklich den Mut, einen Kampf mit uns zu wollen. Gut. Komm schon, Flohsack. Stimmt's, Feldneu? Er wird eine Überraschung erleben. Ja, wahrscheinlich. Er hat schon ein paar Kämpfe hinter sich. Alter. Okay, das, ja, okay, das war. So, kill the bad double. Ach man, ich muss so scheiß blocken. Alter. Scheiß Hund. Richtig crap, ey. Ich sehe hier ein würdiger Gegner. Lass uns kämpfen, wo wir mehr Platz haben. Ist das gehört, Emmy? Das wird lustig. Das Mal wird ernst gemacht. Warte mal, wenn wir von Fusi immer rufen wollen, dann. Ja, er ist ein. Sag du mir, Hühnerflieger. Satomi-Kugel der Macht? Zeig uns schon, was du drauf hast. Wir haben keine Angst. Oh, Tay. Ich dachte, ich hätte was hier draußen gehört. Die beiden sind doch nicht am Kämpfen, oder? Hä? Kämpfen? Nein, natürlich nicht. Nur ein kleines freundschaftliches Raufen. Guck, niemand hat nur einen Kratzer, also. Na. Nun, zumindest haben wir jetzt 5 der Satomikugeln in der Macht. Aber ihr wart böse, Wauwaus. Warum seid ihr nicht direkt nach Hause gekommen, als ich euch rief? Ey, Fusime, was sind das für Satomikugeln in der Macht? Jeder Satomi-Hundekrieger trägt die Kugel einer anderen Tugend. Die Satomi-Kugeln der Macht sind der größte Schatz des Haus Satomi. Ich brauche die Kugeln, um die Sperre von Rothelm durchbrechen zu können. Aber die Hundekrieger hören nie, wenn ich sie zurückrufe. Und 3 von ihnen fehlen noch immer. Ich fürchte, ihnen könnte was zugestoßen sein, aber es gibt niemanden, den ich aussenden könnte, um ihnen zu helfen. Ey, was soll dieser Big Lady? Okay, okay, ich habe verstanden. Wir finden den Rest auch noch. Immerhin hatte ich ja gesagt, wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ach, wie wunderbar. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Ich kenne die ungefähren Aufenthaltsorte der verbleibenden 3 Hundekrieger. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Okay. Du hast den Hundesucher. Sie werden hier zurückkommen, wenn du ihnen den Hundesucher zeigst. Natürlich nur, wenn sie nicht verletzt sind oder noch Schlimmeres. Bitte beeil dich. Ja. Okay, okay. Oh Gott, unangenehm. Nervt gar nicht.
Wow. Ganz bisschen Heilung. Und das Schwein aufgeschreckt. Ja, so ein bisschen. So, aber... Ein neuer Tag beginnt. Aber ein weiterer Stream endet. Heute Schluss. Ich bin selber müde, ich habe mittlerweile Kopfschmerzen. Gar nicht mal so cool. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Beziehungsweise im nächsten Stream werden wir wahrscheinlich erstmal... Oh, erstmal wieder in Siberia reingucken. Und ja, heute war's das. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und...